Jetzt machen wir noch einen Häkelrand. Ihr könnt das jetzt in der gleichen Farbe oder in einer anderen Farbe machen, ganz wie ihr wollt. Ich zeige es euch jetzt in einer anderen Farbe, damit ihr es besser seht, also wenn ich es in der gleichen Grundfarbe mache. Das ist auch ein Montego, also dieselbe Wolle. Ich fange bei meiner Nahtseite an. Ich habe übrigens eine Häkelnadel Nummer 6. Ich steche jetzt hier ein. Hol den Faden durch, mach eine Luftmasche. Ich steche eigentlich jetzt immer dazwischen meinen Maschen ein, also immer hier in dieses Loch und immer durch beide dieser Fäden. Also hier sind zwei Fäden. Eigentlich auch fast wie ein V aus. Und hier ist eine Masche, hier ist eine Masche und dazwischen gehe ich jedes Mal rein. Also einstechen, feste Maschen machen wir. Einstechen, Faden holen. Ich habe zwei Schlaufen auf der Häkelnadel. Faden holen. Und durch beide durch. So, ich steche wieder nach der nächsten Strickmasche ein. Durch beide dieser Fäden, also es sind zwei solche Fäden, hol den Faden, wieder Faden holen und durch beide durch. So, einstechen, Faden holen. Nur zwei auf der Nadel und durch beide durch. Also wieder zwischen, immer zwischen. Dazwischen rein. Dann seht ihr ein ganz ein kleines freies Löchlein. Immer da dazwischen rein. Und feste Maschen. Einstechen, Faden holen. Noch einmal Faden holen und durch beide durch. So machen wir das jetzt die ganze Runde. Kannst du dann schon erkennen, wie der Häkelrand wird.
Ihr könnt es jetzt einfach in diese Masche mit einer Kettmasche schließen. Und dann noch eine Luftmaschefaden abschneiden. Ich schließe das ganz gerne anders, indem ich einfach jetzt eben das nicht geschlossen noch habe, den Faden abschneide, durchziehe, auf meine Nadel gebe, auf meine Wollnadel. Dann durch diese Maschen gehen. Ich finde, der Abschluss ist gerader. Aber das ist Geschmackssache, wie du dir leichter tust. So, wir vernähen diese Fühl, kann man leicht zusammenknoten. Bei so dicker Wolle würde ich jetzt keinen Doppelknoten machen, weil ich finde, das stört. Und dann kann man die Fäden gut vernähen. So, wenn es jetzt umdreht, hat einen sauberen Abschluss. Und eine saubere Mütze. Super. Dann können wir dann gleich aufsetzen. Die Fäden schneiden wir dann noch ab, aber die werde ich noch besser vernähen. Eure Mütze ist fertig. So, jetzt werden wir sie noch füttern. Das habe ich schon zu Beginn angesprochen. Beziehungsweise, wenn ihr euer eigenes Label habt, dann näht das vorher an vorm Füttern. Also, ich habe hier einen Baumwoll-Jersey-Stoff. Man kann es natürlich auch zum Beispiel mit einem Fließstoff füttern. Ich persönlich bin kein großer Freund von Fließ. Zum einen, weil ich das Gefühl habe, es drückt sich, also je dünner die Wolle ist, dann drückt sich das durch. Also man sieht dann auf der Vorderseite, wo hört dieses Band dann auf. Ja. Das finde ich sehr unschön. Ja. Vlies fühlt sich zwar grundsätzlich warm an, ist aber nicht atmungsaktiv, hat auch den Nachteil, dass es sich elektrisch auflädt und somit, also gerade bei Mützen finde ich es nicht ganz so gut, also bei Frauen, wenn dann die Haare irgendwie zu Berge stehen. Ist aber natürlich reine Geschmackssache. Wer lieber Vlies möchte, soll Vlies nehmen. Wer nicht, dann nicht. Also ich habe hier einen Baumwoll-Jersey-Stoff. Ich schneide mir den Stoff. Jetzt sage ich gleich, wie viele Zentimeter ich hier habe. Also er hat etwas, also 9 cm. Normalerweise glaube ich hat er 10. Ups. Ja. Also so zwischen 9 und 10 cm ist die Breite.
Die Länge, also den Umfang, muss man natürlich dem Umfang der Mütze auch anpassen. Aber so jetzt einmal im Großen und Ganzen habe ich da jetzt 26 cm. Hier ist die Naht, also circa bei 5, nicht circa, sondern genau bei 25 cm, also 1 cm Nahtzugabe. Das Ganze, also die 26, muss man natürlich mal 2, weil es ja schon zusammengenäht ist. Ja, eben, man näht es dann einfach nur zusammen. Der ganze Spaß sieht dann einfach wie ein Stirnband aus. Wenn ihr das sehen könnt. So. Also im Endeffekt machen wir ein Stirnband. Sinn und Zweck ist natürlich, dass es bei den Ohren nicht reinblasst. Ja. Einfach vor Wind schützt. Und ich finde, es ist ein viel angenehmeres Tragegefühl. Jetzt. Also eben hier zusammengenäht. Wir drehen das dann um. Ich schaue auch hier, wo habe ich eben meine Naht auf der Innenseite der Mütze. Ja, also das ist ja die schöne, die Außenseite. Hier habe ich meine Fäden vernäht, wie man sieht. Und hier mache ich auch die Naht vom Futter hin. Habt ihr keinen Kopf oder ähnliches, wo ihr das jetzt draufstülpen könnt, dann ist es besser, befestigt es mit so Stecknadeln, Sicherheitsnadeln, und zwar genau so, so circa 3-4 mm vom Rand entfernt. 3 mm reicht. Und steckt das rundherum fest. Ihr müsst es immer wieder dann ein bisschen dehnen, weil ihr müsst ja bedenken, die Mütze ist ja dann auch gedehnt. Der Vorteil übrigens an diesem Baumwoll-Jersey, ich meine, das hat eh Vlies auch, aber warum so einen Stoff und nicht einen anderen, er franzt nicht aus. Man muss ihn nicht extra noch umnähen. Das finde ich ganz praktisch als Nicht-Näherin. Ja. Also einfach rundherum die Nadeln, also den Stoff an der Mütze feststecken. Es gibt einfach Stabilität jetzt dann beim Nähen. Ansonsten, ich mache das so. Scheinbar, dass ich auch den Futterstoff ein wenig der Farbe der Mütze anpasse. Also habe ich eine dunkle Mütze, dann mache ich kein helles Futter rein, sondern ein schwarzes oder blaues. Und wenn ich natürlich helle Farben habe, mache ich ein helles rein. So, also mein Faden ist doppelt genommen. Also ich habe jetzt nicht. So. Also doppelt genommen und geknotet. Der ist circa 1,20 Meter lang, also schon ziemlich lang, aber ich finde es schöner, wenn man dann rundherum mit einem Faden durcharbeiten kann.
So, jetzt zeige ich euch. Also wir stechen zuerst nur in das Futter bei der ersten Naht. Nur durchs Futter durch. Wir stecken den Faden hinten und legen jetzt los. Gerade bei dieser Mütze ist es sehr angenehm, weil wir diese Bäuchlein vom Häkelrand haben, wo wir gut einstechen können und auch sehr gleichmäßig einstechen können. Also man sticht so ein. So. Also in das Häkelbündchen. Und gerade runter. Ihr macht das natürlich in derselben Farbe, wie euer Futter ist. Dann sieht man das nicht. Ich mache das jetzt nur in so einer auffälligen Farbe, damit ihr besser erkennt, wie das angenäht wird. Ihr müsst halt auch darauf achten, dass ihr nicht auf der anderen Seite komplett durch, sondern ihr geht wirklich nur so die Hälfte in der Wolle und dann gleich ins Futter. Also immer so weiter. Also gerade wenn ihr das dann wirklich in der Farbe macht, wie euer Bündchen, also euer Stoff ist, sieht man da gar nichts. Es schaut sauber ordentlich gearbeitet aus. So, und eben rundherum. Und dann natürlich auch noch an der Oberseite. Achtet darauf, dass dann der Stoff gerade ist, also dass er nicht irgendwo dann so eine Falte drinnen hat beim Annähen. Also wirklich, dass er dann oben auch ganz gerade, ihr fangt wieder bei der Naht an und orientiert euch an einem dieser Schlingen von den linken Maschen, also die rechten Maschen erscheinen ja auf der Rückseite links und ja, ich sage normalerweise immer Bäuchlein dazu. Aber ja, anhand eines solches näht ihr immer vorsichtig in ein, so einen Bauch hinein. Tja, viel Spaß!